Hallo, hallo meine Lieben und ein ganz herzliches Willkommen zurück auf meinem Kanal. Jetzt wäre ich hier fast runtergefallen mit meinem Bein. Ja, ein kleines Beschwerdevideo wieder. Mein Internet ist wieder weg. Und zwar schon seit Stunden. Und ich habe mich wieder bei Telekom durchtelefoniert. Ich habe mich beschwert. Ich habe zuerst den Techniker angerufen, das hat er mir ja empfohlen. Dann hat er mir gesagt, dass er vorbeikommt und guckt. Ja. Kam er nicht, anderthalb, 2 Stunden sind oben, ist ungewöhnlich, weil normalerweise kommen die ja immer gleich. Er hatte auch nochmal gesagt, ich soll Telekom nicht anrufen. Ja. Dann habe ich also gewartet, Telekom nicht angerufen und habe ich den Techniker wieder angerufen, er geht nicht ran. Ich habe nochmal angerufen, war besetzt. Ich habe nochmal angerufen, war wieder besetzt. Ich habe nochmal angerufen, dann ist er endlich rangegangen, um mir dann zu sagen, dass am Hauptkabel irgendetwas kaputt sei und sie nicht kommen würden. Habe ich gesagt, wie, sie kommen nicht? Habe ich gesagt, ja, hat er hat gesagt, nein, wir können nicht kommen und brauchen auch nicht kommen, weil das Kabel an der Hauptleitung ist kaputt und das Kabel würde erst morgen kommen. Sie hätten kein Kabel mehr, deswegen könnten sie es nicht reparieren. Dann habe ich gesagt, wie jetzt? Ich habe bis morgen kein Internet. Ja, sagt er, bis 1 Uhr müsste das dann fertig sein. Das ist nicht zu fassen. Dann habe ich gesagt, ja, aber ich habe jetzt Telekom auch noch nicht Bescheid gesagt. Soll ich das machen? Und dann hat er das ein bisschen falschen Hals gekriegt und gesagt, selbst wenn sie Telekom anrufen, wird das nichts werden, weil wir das Hauptkabel nicht haben und nicht reparieren können. Dann habe ich gesagt, okay, danke. Dann habe ich dann Telekom angerufen, weil ich wollte, dass die Beschwerde auch offiziell eingeht. Und bin da auch ein bisschen pissig geworden. Habe gesagt, das kann nicht angehen, dass dann dauernd das scheiß Internet weg ist. Ich habe natürlich nicht Scheiße gesagt, ne? Dann hat sie gesagt, ja, sie hätte in ihrem System stehen, dass hier in dieser, in diesem Bilge, in dieser Richtung, in diesem Gebiet Internetausfall ist und das würde aber bis spätestens heute Abend um 7 Uhr repariert sein. Ich hatte zuvor ja aber mit dem Techniker gesprochen, der hat gesagt, die haben die Kabel nicht und es würde erst morgen früh bzw. morgen Mittag was sein. Habe ich ihr auch gesagt, dazu kann sie nichts sagen, sagt sie, sie hätte hier stehen, bis um 7 Uhr würde das behoben werden. Und dann hat sie, haben wir auch aufgelegt, was soll ich denn da noch rummeckern? Ja, ich kann ja auch nichts dafür. Und dann habe ich diesmal auch wieder eine SMS bekommen von Telekom, noch sonst etwas. Normalerweise kriege ich ja immer sofort eine SMS, dass der Störungsfall aufgenommen wurde. Diesmal denke ich mal, ist das eben keine Störung, die nur bei mir liegt, sondern es ist eben eine Bögestörung, eine Gebietsstörung, eine Hauptgebietsstörung hier in dem Bereich, sodass sie mir da auch nichts geschickt hat, ne? Aber das ist schon ärgerlich. So, jetzt habe ich auch erstmal die ganze Zeit überlegt, was mache ich denn jetzt? Ja, wenn ich jetzt runtergehe und dann kommen die nachher doch noch mal vorbei, weil sie hier irgendwas machen müssen, dann bin ich nicht da. Jetzt ist es aber auch schon, weiß ich nicht, 6:30. Ja, wenn ich jetzt runtergehe, wird sowieso dunkel, bevor ich wieder komme. Und das hat ja alles keinen Sinn. Also ich werde jetzt Internet ohne Internet sein, das erste Mal bis auf ungewisse Zeit. Was so viel bedeutet, dass ihr keinen Vlogs bekommt morgen. Und weil ich die, selbst wenn ich morgen Mittag wieder Internet habe, die gar nicht hochgeladen kriege. Und ich habe auch keine Vormittagsvideos auf Lager für euch. Das heißt, ihr habt auch morgen Vormittag keine Videos, weil ich gar nichts mehr habe, was ich noch irgendwie öffentlich stellen könnte. Und meine SIM-Karte hat nur noch 9 GB. Ich könnte sie jetzt aufladen, dazu müsste ich aber runter. Und ich weiß auch nicht, wo der Telekom-Shop hier ist. Und online kann ich das nicht machen, weil ich immer noch mein Konto nicht auf habe von Tap. Das hat sich auch alles von meiner Bank, das hat sich auch alles irgendwie verzögert. Also hier gibt es tausende von Widrigkeiten gerade und ich bin recht richtig sauer, wirklich, weil das wird das erste Mal sein, dass ich seit Monaten oder seit fast anderthalb Jahren die Videos nicht rechtzeitig hochkriege. Und ja, wenn ich jetzt meine Gigabytes benutze, das kann ich nicht machen. Ich brauche diese 9 GB, weil mein Sohn kommt morgen, kann sein, dass ich irgendwie mit dem reden muss. Ich brauche das Notfall-Internet. Und ich kann, weiß nicht mal hier, wo der Telekom-Laden ist. Er soll eine Atatürk-Straße sein, irgendwo hier in Mahmutla. Letztes Mal haben die aber gesagt, dass sie uns das gar nicht aufladen können, dass wir dazu nach Alanya müssen.
Deswegen, das ist mir alles viel zu unsicher. Also werde ich jetzt warten und hoffen, dass ich morgen Internet bekomme. Ansonsten, ja, mir jetzt auch egal. Ich kann das jetzt auch nicht ändern. Alles schittig. Also wirklich. Vielleicht gehe ich noch mal runter gleich hier in den Nachbar zum Hotel und vielleicht kann ich da ein bisschen dieses Video hochladen. Das kann ich mal versuchen. Dann wisst ihr zumindest schon mal morgen Bescheid, dass eben nichts da ist, ne? Ich hatte jetzt gehört von jemanden, dass es hier in der Türkei von den Mobilfunkanbietern Social-Media-App-Pakete gibt, dass du quasi ohne Limit YouTube gucken kannst und YouTube benutzen kannst. Und da hatte ich dann Türk Telekom angerufen, weil ich hatte so ein Paket auch im Internet gesehen, habe aber auch gesehen, dass da immer die Gigabytes-Begrenzung da ist. Ja, du kannst höchstens 30 Gigabyte benutzen, habe das auch gesehen. Habe dann aber trotzdem nochmal angerufen bei Telekom und habe da nachgefragt. Das ist dann wieder eine andere Abteilung. Das heißt, du musst da wieder durchklicken durch die ganzen Nummern und durch die ganzen Bandansagen, bis ich dann die richtige an der Strippe hatte. Und die hat mir dann erklärt, nein, das ist nicht sinnisches. Eine WhatsApp kannst du in dem Paket ohne Limit benutzen, aber nicht YouTube. Und das würde nur 30, würde also bis zu 30 Gigabyte nur das Höchste, was man da kaufen kann. Jetzt werde ich nochmal bei Turkcell gucken, aber auch da sind die Gigabytes begrenzt. Also das wird das Gleiche sein, weil ich habe gehört, dass es ohne Begrenzung sein soll. Und das habe ich bisher nicht gefunden und kann ich mir auch nicht vorstellen. Also man hatte mir gesagt, dass man dann quasi das ohne sein eigenes Internet zu verbrauchen, YouTube gucken kann. Und YouTube gucken will ich ja auch gar nicht. Ich will es ja nur, ich will Videos hochladen. Ich glaube, auch das wird gar nicht funktionieren, ja. Naja, man kann vielleicht gucken und Musik hören, aber nicht hochladen. Das wäre mir jedenfalls, kann ich mir das nicht vorstellen. Ja. Schöner Scheiß, ne? Nicht zu machen. Es ist, wie es ist. Na gut, mein Lieben, das wollte ich euch jetzt nochmal mitteilen. Vielleicht kriege ich ja hier irgendwo noch Empfang, dass ich da ein öffentliches Internet finde. Und dass ich das vielleicht gleich nochmal hochladen kann. Ich muss nochmal zu Beam, ich muss ein bisschen was einkaufen. Und das kann ich aber auch morgen machen. Aber ich habe auch nicht wirklich Brot mehr hier. Aber ja, mal schauen. Gut, mein Lieben, ich würde mich jetzt verabschieden wollen. Das ist ein endlos Jammerlied hier mit dem Internet. Und ich glaube, das kriegen wir auch nicht gebacken. Das wird wahrscheinlich immer der gleiche Mist sein. Ich kann nur hoffen, dass die Telekom-Dame recht hat, dass das eventuell bis 19 Uhr dann sich erledigt hat. Glaube ich aber nicht. Naja. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald. Tschüss.